Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Kollege Jochen Ott, ich kann die Aufregung durchaus nachvollziehen, aber vielleicht kann ich es ein bisschen, mal gucken, kanalisieren. Ich versuche es auch sachlich. Ich steige ein mit der Eigentumsförderung. Wir haben uns ja in der letzten Woche bei der NRW-Bank die Neuausrichtung der, jedenfalls diejenigen, die im Beirat dort sind, die Neuausrichtung der Eigentumsförderung angesehen. Ich fand ehrlich gesagt, dass da ein paar vernünftige Ideen auch mit dabei waren, die ausgearbeitet worden sind. Und jetzt muss man erst mal gucken, ob das greift. Also wenn das Argument, was hier von Herrn Paul und auch von Kollegen der CDU angeführt worden ist, stimmt, dass es eigentlich reihenweise Zehntausende, Hunderttausende von Menschen gibt, die ins Eigentum wollen, dann müssten Sie jetzt ja spätestens, also jetzt auch gerade vor dem Hintergrund der Tilgungsnachlässe, die angekündigt worden sind und anderer neuer Fördermodalitäten, müssten Sie jetzt ja anspringen. Ich bin da einfach mal gespannt. Sie sind jetzt ja am Anfang Ihrer Regierungszeit. Es ist auch legitim, etwas auszuprobieren. Ich bin wirklich mal gespannt. Nur wenn wir in 2, 3 Jahren immer noch an diesem Punkt sind, an dem wir jetzt sind oder jedenfalls sich unwesentlich was geändert haben sollte, dann würde sich das, was Sie hier vorgetragen haben, als Ideologie herausstellen. So, wir lassen das mal offen, weil man kann nicht in die Zukunft gucken. Ich habe auch keine Kristallkugel, aber ich bin mal gespannt, was sich da entwickelt. Herr Kollege Strumpf, Sie haben eben der Opposition vorgeworfen, dass wir ideologisch getrieben bei der Barrierefreiheit hier Stimmung machen. Ich würde Ihnen ehrlich gesagt wünschen, dass Sie in Essen demnächst mal vom VDK oder vom SUVD etc. auf die aus Ihrer Sicht Versäumnisse im Bereich Barrierefreiheit bei den jetzigen Planungen der Landesregierung hingewiesen haben. Ich habe da noch nicht mal einen Tweet zu losgelassen. Es gab nicht mal eine Pressemitteilung der Grünen. Ich habe das natürlich in meinen Reden auch schon häufiger angesprochen. Aber wenn Sie das der Opposition, also würde ich Ihnen wirklich mal eine Veranstaltung, das würde ich Ihnen gönnen. Und dann können Sie ja den anwesenden Vertretern der Behindertenverbände sagen, dass das alles ideologisch getrieben ist mit dem fünften Stock etc. Wenn Sie da nicht mehr hinkommen, bin ich mal gespannt, wie Sie darauf reagieren. So. Dann zu dem Antrag der Regierungsfraktionen. Also, ich meine, Sie erwarten ja auch nicht, dass wir da zustimmen. Aber das ist doch wirklich, das hätten wir nicht mehr im Studierendenparlament früher vorlegen können. Das ist ja derartig unterkomplex vom Text her. Fakten, Zahlen, ja, es ist unterkomplex, definitiv. So, also, dass Sie den Antrag der SPD nicht unterstützen, weil es darauf rekurriert, was in den Jahren 2015, 2016 folgende gelaufen ist in rot-grüner Regierungszeit, wirklich mit Erfolgen. Da würden wir auch als Grüne sagen, da käme es auf eine Fortschreibung an, dass man das, was in den Jahren gelaufen ist, verstetigt und nochmal draufsattelt. Das wäre das wohnungspolitisch Richtige. Das kann ich aber persönlich nachvollziehen, warum Sie es nicht machen, aus Ihrer Brille. Aber uns das hier vorzulegen, das ist doch schon wirklich ein starkes Stück. Ob das ein Praktikant bei Ihnen geschrieben hat, etc., es ist wirklich, wirklich eine Zumutung. So, jetzt zum Inhaltlichen. Auch da fehlt es an allen Ecken und Enden. Das ganze Thema, was auch eben vom Kollegen Ott angesprochen worden ist, also Bodenpreise. Wir hatten es ja gerade im letzten Ausschuss bei der Debatte um die Grundsteuer. Da ist ja nicht mal ein Bezug drauf. Also eine der zentralen Fragen, die Beschaffung von Flächen, die Konversion von Flächen. Wie kommen wir zu mehr Flächen im Wohnungsbau? Das wird überhaupt nicht angesprochen. Und Frau Ministerin, wir sind jetzt ja nicht mehr in der Fragestunde, aber ich hätte da schon eine Frage in Nachfrage zu der letzten Ausschusssitzung. Da haben Sie ausgeführt unter Punkt 1, bei dem Antrag, den wir dort diskutiert haben, dass es im Ruhrgebiet keine Flächen mehr gibt in den Städten des Ruhrgebietes für weiteren Wohnungsbau. Und dass deswegen der LEP, doch ich habe mir das Wortprotokoll, haben sich die Fraktionen, also meine Fraktion hat es angefordert. Ich könnte es auch wörtlich vorlesen, das kann ich auch gerne in der nächsten Ausschusssitzung machen. Wir haben das den Tonbandmitschnitt vorliegen. Da haben Sie ausgeführt, es würde in den Städten des Ruhrgebietes dafür keine Flächen mehr geben. Weil ich neugierig war, habe ich beim RVR direkt angefragt, also beim Regionalverband Ruhr in der Wohnungsbauabteilung, wie denn die aktuellen Zahlen sind. Und dort wurde mir geantwortet, dass aktuell es Flächenreserven von 3.530 Hektar gibt. Unter den jetzigen Modalitäten beim Wohnungsbau, also den jetzigen Förderbedingungen, wenn man sie nicht ändern würde, hätten wir für die nächsten 23 Jahre ausreichend Flächen, insbesondere, und es wären 115.000 Wohneinheiten, die man aufgrund der jetzt vorhandenen Flächenreserve im Ruhrgebiet, also Bezugsrahmen RVR, bauen könnte. Frau Ministerin, mich würde wirklich interessieren, wie Sie zu der Einschätzung in der letzten Ausschusssitzung gekommen ist
Und wenn es denn nicht ideologiebetrieben ist, was Sie beim LEP machen, sondern wirklich den Hintergrund hat, dass Sie zusätzliche Flächen im Wohnungsbau organisieren wollen, wie kommen Sie zu dieser politischen Einschätzung, dass es im Ballungsraum Ruhrgebiet nicht ausreichend Flächen gibt, vor dem Hintergrund dieser Zahlen? Oder würden Sie sagen, das ist ja auch eine Option, die Zahlen stimmen nicht seitens des RVR? Das wäre auch eine interessante Information. Gut, komme ich noch mal zur grundsätzlichen Neuausrichtung bzw. zur Frage der Verstetigung der Mittel zum Abschluss meiner Kollege, Rede. Mit Blick auf die Redezeit. Ne? Gut, dann schließe ich eine letzte Frage an. Die neue Koalition, die Große Koalition, hat festgelegt, dass sie bei der Wohnraumförderung deutlich finanziell drauflegen will. Meine Frage an Sie, Frau Ministerin, wäre, bei den Zahlen bis 2022 gehen Sie von einer Verstetigung der jetzigen Mittel aus. Wie wollen Sie die Notwendigkeiten, die die Bundesregierung, also Große Koalition, im Koalitionsvertrag festgeschrieben hat, was an Wohnungsbau-Neubau notwendig ist, in Nordrhein-Westfalen konkret umsetzen und verbauen, wenn Sie nicht nur verstetigen wollen? Also welche sozusagen weiteren Förderprogramme und mehr Geld wollen Sie in die Hand nehmen, wenn das umgesetzt werden soll, was die Bundesregierung, wo die CDU ja auch maßgeblich beteiligt ist, wenn das umgesetzt werden soll? Das würde uns hier alle interessieren. Danke für die Aufmerksamkeit.